Jo, servus Freunde, mein Name ist MTC und willkommen wieder mal zu einem neuen Real Talk Video auf meinem Kanal. So, heute geht es um meine Einnahmen auf YouTube und wofür ich diese ganze Knete ausgebe. Nicht. Aber ich wollte einfach mal lustig sein, also sorry dafür auf jeden Fall. Intro auf jeden Fall, Intro. Ja, und damit servus zurück zu meinem kleinen Video. So, es geht heute natürlich nicht um meine Einnahmen, denn die sind klein. Wie das Gehirn von den guten alten AfD-Wählern. So, ja, ich weiß, MT, nee, ach, ich bin nicht lustig, vergiss es einfach, ich bin nicht lustig, egal. So, heute geht es um ein Thema, was mich ein bisschen aufgeregt hat, was mich ein bisschen gestört hat. Ich wollte heute eigentlich ein kleines Infovideo machen über die Zukunft von meinem Kanal hier, über ein paar Formate, die ich so geplant habe und so weiter und so fort. Aber ich habe mir gedacht, nee, heute ist mir was passiert, über das ich heute mal ein bisschen reden werde. Ein Thema, was mich ein bisschen abgefuckt hat, ein bisschen krass abgefuckt hat. Ihr müsst es euch so vorstellen, ja. Ich schreibe täglich mit 10 bis 20 Leuten, ja. Manchmal sind es ein paar weniger, manche sind es ein paar mehr, ne. Also je nachdem, so auf jeden Fall mit ein paar Leuten, die nichts mit YouTube zu tun haben und dann noch mit ein paar Menschen, die was mit YouTube zu tun haben. So. Allerdings bin ich mit meiner Nummer, also ich bin jetzt kein Mensch, der sagt, ja, was weiß ich, ich gehe nicht in WhatsApp-Gruppen rein, weil ich Angst habe, dass mich dann irgendwelche Leute anrufen. Weil solche Leute, die mich irgendwie anrufen oder zuspammen, die werden auf die Blacklist gesetzt. Und dann hat sich die Sache, ne? So, das Ding ist, ich bin vorhin, also ich bin ja nicht 24/7 online, ich bin ja nur so 23/7 online. Ja, kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Ich denke schon. So, das Ding ist, vorhin werde ich hinzugefügt in irgendeine WhatsApp-Gruppe, die irgendwie, wie hieß die denn, Unicorn oder Unicorn, irgendwie sowas, also Einhorn-Gang oder so. Und ich dachte mir so, am Anfang, ne, habe ich es ja nicht mitbekommen, weil es ist eher selten, dass ich in irgendwelche Gruppen eingeladen werde, meist nur mit Bestätigung, ja, und ich bin nicht so der Gruppenmensch, ich bin zwar in meiner eigenen YouTube-Gruppe und nochmal in der Admin-Gruppe, dieser Gruppe, aber ansonsten bin ich so kein Gruppenmensch, weil ich habe einfach keinen Bock drauf, dass da dann irgendwelche Weiber, ne, Bilder posten von so Snapchat, was weiß ich, Profilen von wegen, ja guck mal, das bin ich in einem Hundefilter und irgendwelche komischen Jungs oder Typen, keine Ahnung, schreiben dann irgendwie notgeile Sachen wie, oh, total süß, total sexy, also das ist, nee, dass sie da nicht noch hinschreiben, ja, die Alte würde ich auf jeden Fall bumpern, ne, das ist, jo, auf jeden Fall habe ich da keinen Bock auf solche Gruppen. Vorhin, ne, muss euch vorstellen, kurze Vorgeschichte, kurze Story vorab. Da werde ich halt in irgendeine Gruppe reingeladen, ne, von wegen Einhorn-Gang oder irgendwie sowas. Und im ersten Moment habe ich es gar nicht gecheckt, so, weil wenn ich mein Handy lade, dann bin ich ja nicht am Handy dran. Es ist eher selten, wenn ich da mal dran bin. So, haben wir gedacht, yo, guckst du ein paar YouTube-Videos nebenbei. Ja, und dann gucke ich mal aufs Handy, denke mir so, what the fuck, was ist das für eine Gruppe? Warum sind da 70 Nachrichten? Die Gruppe kenne ich ja gar nicht. So. Habe ich natürlich gefragt, ja, wer hat mich hier hinzugefügt? Bekam ich erstmal keine Antwort. So. Und auf einmal kam eine Nummer, die ich so gar nicht eingespeichert hatte, von einem Mädel. So, von wegen, ja, ich war das MT, ja, hey, ich bin ein großer Fan von dir auf jeden Fall. Von deinen Videos und so weiter und so fort und hin und her. Und habe ich mal gedacht, okay, irgendeine Person so. Und dann habe ich mir ein bisschen überlegt und dann hat sie gemeint, also per PN, ja, weißt du nicht mehr, wir haben mal vor 3-4 Monaten geschrieben und dann hatte ich einen Freund und irgendwie habe ich dir dann nicht mehr geschrieben, wo ich mir gedacht habe, ja, das so sind sie die Weiber, ne? Zuerst verfolgen sie deine Videos und dann haben sie einen Freund und dann ist der Freund eifersüchtig, weil man einfach da sitzt, ne, vor allem in der Sommerzeit, oberkörperfrei, ne? Ich meine, habe ja sowieso den besten Buddy, nicht? Und da werden die Jungs halt ein bisschen eifersüchtig, ne? Und dann verbieten sie den Weibern halt meist das Anschauen diverser Videos von diversen männlichen YouTubern, so, ne? Ist ja klar, ich meine, das ist ja gang und gäbe, ne? Wer kennt's nicht, ne? Du denkst dir halt im ersten Moment, okay, das sind so Weiber, 16, 17 Jahre sind die alt, ne? Lassen sich halt alles verbieten, so, mit dem Alter, ist ja klar. Nee, dann denkst du so, okay, die Tussi ist halt 3, 24 Jahre alt und du denkst so, ja, gibt halt noch Menschen, ne, die halt älter sind und ein bisschen gestört sind. Aber never mind, das ist nicht das Thema dieses Videos. Ihr müsst euch vorstellen, so, ich denke mir so, okay, Einhorn-Gang. Kann ja lustig werden, nicht? So, da frage ich halt erstmal, ja, wie alt seid ihr überhaupt alle? Da kommt so, ja, ich bin 22, bin 24, ich bin 25, ja, ich bin 18. Ja,
Ich hab mir so, ja gut, okay, sind wenigstens ein bisschen älter. Naja, Einhorn-Gang, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ne? Und da kommt so ein Typ hier an, so ein richtig lustiger Vogel. Man sich, ja, kannst du dich mal vorstellen. Ich so, kann ich machen. Also ich hab ein Bild gepostet, wie ich es halt immer mache. So ein Bild, da bin ich halt, ja, oberkörperfrei schon, aber da sieht man halt nur die Schultern. Da habe ich so eine komische Pose halt an mir, da mache ich ja so die Hand nach hinten so, gucke halt irgendwie so weg, ein bisschen tiefsinnig gucke ich weg. Man sieht mein Tattoo ein bisschen und also mein MTC-Tattoo sieht man ein bisschen und ja, schreibe halt dann dazu, ja, ich bin der und der, ihr könnt mich auch auf jeden Fall auch MT nennen, weil das ist mittlerweile auch mein Spitzname und ja, ich höre Jazz gerne, ich mache dies, das, jenes, gucke gerne Filme, mache das und das und ja, habe eine Schwäche für das und das und hab mich halt so ein bisschen sympathisch vorgestellt und hab gemeint, ja, nebenbei bin ich halt YouTuber, mach da ab und an meine Videos. So. Lustigerweise hat dann dieserjenige Typ geschrieben, ach nö, schon wieder ein YouTuber, ja, bla 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 bla. Ich so, ja, YouTube, wer kennt's nicht, das ist die Plattform, wo keine Sau kennt, auf jeden Fall. So, und dann hat's angefangen, da habe ich mein Handy kurz weggelegt, so, hab mir gedacht, jo, guck's halt mal, was aus der Gruppe wird, keine Ahnung. Und, dann gehe ich irgendwann 10 Minuten später wieder in die Gruppe rein. Also, guck halt wieder nach. 150 Nachrichten. So, ist jetzt nicht eine Sache, wo man sagen kann, ja, ist viel oder wenig. Gibt Gruppen, da existiert dann mehr Verkehr und auch weniger Verkehr. Aber soll es so sein? Und dann lese ich mal die Sache so ein bisschen nach. Dann hat der Typ angefangen mit so einer Tussi, wenn man ja, über mich herzuziehen, von wegen, ja, YouTuber, ach, das ist ein x-beliebiger Minecraft-YouTuber hier, der seine Minecraft-Videos ins Netz stellt und denkt, er wird bekannt damit und so, dass bestimmt jemand da 12 Abos, haha, so eine Lusche, so einen Lappen und so. Und Tussi hat geschrieben, ja, das ist echt ein Lappen und so und bla 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 und da macht bestimmt so Pranks und Challenges und dann, ja. Und ich denke mir so, okay, mach's halt mal eine Memo. Ja, habe ich halt so meine Memo gemacht. Und ja, die Memo ging knapp 2 Minuten. Und da habe ich halt gesagt, ja, also Minecraft-Content mache ich jetzt eher weniger. Habe ich mal vor 2 Jahren gemacht, ja. Das war aber kein typischer Minecraft-Content von wegen, ja, komm, so PvP, also Spieler gegen Spieler, ne? Player versus Player. Sondern einfach, ne? Überleben, halt einfach das ganz normale Minecraft gespielt. So. Irgendwann habe ich mich halt gegen diesen Let's Play-Content, ja, gestellt und habe auch die ganzen Let's Plays runtergelöscht, einfach weil ich nicht mehr zu diesem Content gestanden habe, weil ich mich nicht mehr dafür oder damit identifizieren konnte. Einfach weil ich auch nicht up to date war, weil die meisten hatten eine Xbox One und eine PS4 und den neuesten Rechner, die neuesten Games und ich konnte mit meiner PlayStation 3 halt einfach da nicht mithalten, ja? So, habe ich mir irgendwann gedacht, ey, lässt es halt einfach sein. Machst du deine Real Talks, deine Reviews und so weiter und so fort. Und da habe ich so meine Memo gemacht und dann kam halt, von einem Typ, also hat geschrieben, ja, dieser Typi, Chris hieß der. Chris, keine Ahnung, ist mir auch wurscht. So ein typischer Christopher, ne, der zweite Kevin. Hat er geschrieben, ja, deine Memo hat, deine Stimme ist total schwul, deine Stimme klingt total gay. Und ich habe so geredet, wie ich halt immer rede, ne? Und war nicht aufbrausend, nicht aggressiv. Gar einfach ganz normal, hat gemeint, ja, nö, ich bin kein Minecraft-YouTuber. Ich mache diesen und jenen Content auf YouTube. Und da hat er irgendwie noch gemeint, ja, deine Stimme klingt total schwul und, oh, wenn ich dich wäre, würde ich mich umbringen und solche Sachen. Ich hab mir so, okay, da kennt mich überhaupt kein Meter. Als du irgendwann, ja, wie alt bist denn du? Und er so, ja, ich bin 30. So. Da hat eine andere weibliche Person in der Gruppe geschrieben, er lügt doch nicht, du bist erst 18. Und er so, nö, bin ich überhaupt nicht. So. Und da hab ich gemeint, ja, wenn meine Stimme schwul ist oder schwul klingt, ja, keine Ahnung, dann Dankeschön fürs Kompliment auf jeden Fall, weil, ne, wir hatten ja erst letztens Thema, ne, Ehe für alle, das war ja was Positives, ne, ich meine, ich bin jetzt halt nicht schwul, hab auch nichts gegen Schwule, aber nevermind, soll es so sein, ne, dann habe ich halt eine schwule Stimme, danke auf jeden Fall, ne, hat mir noch so keiner gesagt, aber in Ordnung. Und dann hat er gemeint, ah ja, du mit deinem scheiß Minecraft-Content, so, dann habe ich nochmal geschrieben, naja, wie gesagt, ich mache keinen Minecraft-Content. Hab's halt gut gemeint mit dem Burschen, hab halt gemeint, ja, ich mache Real Talks, rede halt über Themen. Auf einmal kommt der an, ja, was für Real Talks, komm erstmal in deinem Leben klar, YouTube ist nur für kleine Kids, ich denke mir so, alles klar. Und also, ja, du bist sicherlich so ein Spasti, der mit dem Handy irgendwelche Minecraft-Videos aufnimmt, ist doch, ja, wer kennt's nicht, ne? Und, hab mich auch da nicht mehr großartig mit dem beschäftigt, so, und dann kommt halt eine Tussi an. Ja, es gibt Millionen YouTuber, hör lieber auf mit YouTube, Zwinker-Smiley. Ja, weil YouTube bringt ja heutzutage nichts mehr. Oder denkst du könntest das große Geld mit YouTube verdienen? Zwinker-Smiley, Fragezeichen, oder nee, Fragezeichen, Zwinker-Smiley.
Und dann kam nochmal ein Satz von diesem Chris. Für wegen, ja, diese armselige Lusche denkt es sicherlich, dass er mit seinen Minecraft-Videos viel Geld machen kann. Und dann hat er zu mir geschrieben, ja, Digga, lösch deinen Kanal lieber, weil YouTube wird heutzutage von jedem gemacht, von den meisten Leuten, und keiner hat heute mehr Erfolg, nur noch die großen YouTuber haben Erfolg. Also ich meinte, ja, da gebe ich dir recht, viele große YouTuber haben viel Erfolg und die kleinen bleiben meist klein und haben da eher weniger Glück mit. Er hat gemeint, ja, du wirst von deinen 12 Abonnenten nie runterkommen. Ich so, ja, runter sicherlich nicht, ne? Aber hoch bin ich gekommen. Ich habe knapp 2000. Dann meint er, ja, fühlst du dich jetzt cool, du Lappen, und so weiter und so fort. Ich denke mir so, in dem Moment dachte ich so, okay, ja, in Ordnung. Na, und das Problem ist an dieser ganzen Sache, da sagte diese Tussi wieder, die sich da auch eingemischt hatte, scheißegal, dann soll er halt ins Verderben laufen mit seinem YouTube. Und dann schrieb dieser Typ, keine Ahnung, ob der jetzt 30 oder 18 war, schrieb er nochmal abschließend zu mir, ja, Kleiner, ich geb den Typ, lösch deinen scheiß Kanal, Zwinker-Smiley. So, hat's mich getriggert, ja, sonst würde ich dieses Video ja nicht machen. B, diese Aussagen von wegen 12 Abonnenten und er macht Minecraft-Content oder so, oder er wird nicht, oder ich werde nicht erfolgreich mit meinen Videos, oder whatever. Ich weiß nicht, was die Leute sich da drunter vorgestellt haben. Das sind so Leute, das sind so richtige Spasten, die sich da mit dem Content gar nicht auseinandergesetzt haben und irgendeine Scheiße labern. Und das sind Leute im Prinzip, wenn du sagst, ich bin YouTuber, dann sagen die, ach, da macht der dumme Minecraft-Videos mit dem Handy. Also ich glaube, die Zeit, ne, weiß ich nicht, wir sind im Jahre 2017 und nicht mehr im Jahre 2010 oder sowas, wo man dann mit dem Handy irgendwelche Minecraft-Videos abfilmt. Also ich glaube, die meisten Leute haben da ein ordentliches Programm für oder wenigstens ein Gerät, was diese Videos gut aufnimmt, mindestens in HD. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und 12 Abonnenten, also, ja, das ist 12 Abonnenten, ich habe da, ne, 2-3 Abonnenten mehr, knapp 2-3 mehr. Also, auf jeden Fall lustig, wie gesagt, hat's mich getriggert, das hat mich getriggert. Ich war kurz davor auszurasten, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ich habe dann gedacht, weißt du was, lässt es einfach sein. Und diese Tussi, die mich dann vorher angeschrieben hat, die mich da überhaupt in diese Gruppe reingeholt hat, die hat dann zu mir gemeint, ja, du passt hier überhaupt nicht in diese Gruppe, weil du lebst in einer anderen Welt. Und ich so, ach, ich lebe in einer anderen Welt, warum lebe ich denn in einer anderen Welt? Ja, du bist YouTuber und so und keiner mag YouTuber. Ich so, ja, klar, wer kennt's nicht, Mann. Gibt's YouTuber, die verdienen mehrere 10.000 Euro im Monat, die mag auch keiner. Die haben nur so 4 bis 5 Millionen Abonnenten, vor allem deutschsprachige YouTuber ein paar Stück. Ne? Vor allem 3 bis 4 Millionen, 5 Millionen noch nicht, aber ne, ja, aber die mag eh keiner. Ich meine, klar, so Leute, die Bild lesen, ne, die so alte Säcke über 50, die kennen sich mit YouTube nicht aus, die wissen nicht, was das ist, ne. Klar, die, ja, weiß ich nicht, klar, YouTube, ne, ist total beschissen, diese, Gott, ekelhaft, diese Videoplattform, mag eh keiner. Und jetzt kurz nochmal abschließend zu diesem Thema. Wie gesagt, normalerweise sollte ich nichts drauf geben, das sind dann irgendwelche Deppen, die sich damit nicht auseinandersetzen, aber nochmal kurz auf dieses Argument zurück. Ja, du wirst eh nicht bekannt oder du wirst eh keinen Erfolg haben mit YouTube, lösch dich am besten. Das sind Menschen, bei denen merkst du halt direkt, dass sie sich mit YouTube null auseinandersetzen. Wenn man YouTube startet, die meisten, also was heißt die meisten, viele kleine YouTuber vor allem, die dann irgendwann auch Abo gegen Abo betreiben, die checken nicht, was YouTube ist. Die hängen sich da nur rein. Die wollen sich nicht reinhängen, ja. Das sind Deppen, die Leute, das sind, keine Ahnung, Spasten, die einfach denken, yo, ich mache jetzt YouTube und habe dann innerhalb von einer Woche ein paar tausend Abonnenten durch das Nix tun. Und so läuft YouTube halt nicht. Und Leute, die halt sagen, ja, YouTube wird schon gemacht von ein paar Millionen Leuten, hör lieber auf damit, du bist ja dann nur einer unter einer Million oder einer unter mehreren Millionen. Das sind immer so Aussagen, weiß ich nicht, ne? Ah ja, hey, warum gehst du überhaupt arbeiten? Ich meine, Millionen andere Menschen gehen auch arbeiten, lass es lieber, ne? Oder ey, warum gehst denn du Fußball spielen? Ich meine, Millionen andere Leute gehen auch Fußball spielen, ne? Das sind so Sachen, ich weiß nicht, was sich die Leute immer darunter denken. So, das ist genauso wie wenn man es auf YouTube wirklich in Content bringt. Sprich, man spielt jetzt als Beispiel Minecraft, wo dann die Leute sagen, ja, Minecraft, es gibt schon millionenfach auf YouTube, da wird man eh nicht bekannt mit. Es geht doch in YouTube in erster Linie nicht darum, ob man mit irgendeinem scheiß Content, was er sich Erfolg hat. Es geht doch eher darum, dass man diesen Content mag und diesen Content auch weiterführt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die oberste Regel auf YouTube ist, unter anderem, man sollte sich wirklich nur den Content
ansehen, den man auch selbst machen würde. Würde ich persönlich Beauty-Videos machen oder irgendwelche Einkaufsvideos von wegen, ja, ich weiß, bei Penny hat mir da irgendwie ein Croissant für 35 Cent gekauft und stellt diesen Croissant dann irgendwie vor. Solche Videos würde ich nie machen, ich würde es mir auch nicht angucken. Ja, so, würde ich mir Real Talks angucken über die Gesellschaft, würde ich machen, mache ich diesen Content, ich mache diesen Content. So, Unterhaltungsvideos gucke ich mir bei YouTube eher selten an, muss ich wirklich zugeben, wenn, dann ist es wirklich nur ganz, ganz selten, wenn wirklich viel Satire drin ist und wenn die Unterhaltung auch wirklich mit der Sympathie zusammenhängt, dann mache ich sowas, würde ich diesen Content selbst machen, ja, ab und an. Ja, also wer es nicht kennt, meine Playlist müsst mal auf meinem Kanal reinschauen. Die Playlist Mainstream Tube. Da bringe ich auch ab und an mal alle paar Wochen oder Monate mal ein Video, wo ich dann überspitzt irgendwelche YouTuber parodiere. Also nicht, ja, das ist eine Parodie auf das und das. Sondern da reagiere ich halt einfach überspitzt auf die meisten Videos. Also ich reagiere nicht drauf, keine Angst. Das sind halt so Videos wie, ja, ich habe eine neue Freundin. Oder ja, meine Freundin hat Schluss gemacht. Solche Videos einfach, die meisten großen YouTuber machen ja solchen Dreck auf YouTube, bringen ja solche komischen Videos. Und da habe ich einfach mal ein paar Videos gemacht im Laufe der Monate und habe da einfach mal die nachgemacht, so parodiemäßig halt, ne. Der Content ist in Ordnung, kann man ab und zu mal bringen, alle paar Monate. Bringe ich ja nicht oft, weil es nicht mein Hauptformat ist auf diesem Kanal. Weiß ich nicht, man sollte wirklich nur diese Videos gucken, die man halt auch wirklich selbst machen würde eventuell, ja. Gaming-Content habe ich mal gemacht, habe ich aber gelöscht, wie gesagt. Gucke ich mir auch nicht an, es sei denn, es ist ein Spiel, was mich wirklich interessiert, ja. Aber ansonsten, jetzt nochmal zurück zu diesem Thema, weiß ich nicht. Das sind Leute, müsst ihr euch vor, jetzt ganz ehrlich, vor allem, wenn Frauen oder Typen generell, wenn andere Menschen in Facebook-Gruppen oder in WhatsApp-Gruppen mir einen Zwinker-Smiley schicken, weil wenn sie mir irgendwas versuchen zu verdeutlichen, ich hab mal Stress gehabt, ne, mit einer Veganerin. Kurz nochmal eine Story nebenbei. Ich hatte mal Stress mit einer Veganerin. Oder, ne, wie man die auch nennt, diese komischen außerirdischen Weiber da. Oder Typen, oder keine Ahnung, Mädchen halt. Diese Wesen da, ne, diese komischen. Das Ding ist, da habe ich ein Video dazu gemacht, warum ich, also Veganer gegen Fleischfresser, warum ich es besser fände, wenn sich beide Parteien in Ruhe lassen. Weil es halt unnötig, das ist eine Sache, man kommt dann, keiner von beiden Parteien sagt, ja, okay. Bla bla bla, und irgendwann habe ich gesagt dazu, schön und gut, dass du mir deine Meinung rüberbringen willst. Deswegen kann ich die meisten Veganer nicht leiden. Die meisten Veganer sind nicht, hey, ich ernähre mich vegan, ich ernähre mich somit gesünder als Fleischfresser und ich schütze damit auch diverse Tierarten, oder, ne? So, das sind, weißt du, wenn es noch so wäre, wäre es dann auch in Ordnung. Aber das sind meist Leute, die dann einfach übertreiben, ja, von wegen, ja, du bist ein Mörder und hin und her und hast du nicht gesehen. Und die letzte wirklich, die mir da vor ein paar Monaten geschrieben hat, die hat mir wirklich geschrieben, ja, du isst jeden Tag Fleisch, sagst du, und Wurst, deswegen bist du ja auch so fett, und einen Zwinker-Smiley dazu. Und das war wirklich ein Kommentar, wo ich mir gedacht habe, weißt du, ich habe nichts gegen Frauen und so, ne? Ich bin auch sehr, sehr kritisch, was das Thema Frauenschlagen oder generell Gewalt angeht in Beziehungen und generell häusliche Gewalt und so. Aber bei so einer Person, ne, die dann so direkt ist und so respektlos, der würde ich mal wirklich einfach mal einen Knockout geben, einfach einen Box, damit die wirklich liegt und einpennt, ne? Und vorhin halt auch wieder in dieser Gruppe, ne? Von wegen, ja, du bist nur ein Lappen, der Minecraft-Videos macht sicherlich und du hast 12 Abonnenten und Zwinker-Smiley hier und dort und du bist eine Lusche, du bist eine Pussy. Wo ich mir gedacht habe, ich bin seit 3-4 Minuten in dieser Gruppe drin und habe nur erwähnt, dass ich YouTuber bin und das war's? Also, ich weiß es nicht, ich wurde direkt kritisiert dafür, also was heißt kritisiert nicht, aber dumm angemacht, ne? Und diese Zwinker-Smiley, also ganz ehrlich, bei solchen Leuten, egal ob die jetzt 20 Jahre alt sind oder 30 oder 40, das sind Leute im Real Life, wenn die sowas zu mir sagen würden, ins Gesicht, ne? Ich meine, ich bin ja ein Mensch, ich kann mich auch verbal verteidigen, so ist es nicht, aber bei solchen Leuten, da würde ich die, ehrlich, versteht mich jetzt nicht falsch, aber die würde ich instant auslocken, die würde ich, ehrlich, da könnte halt irgendwelche Kritiker oder irgendwelche Hater von mir wieder schreiben, ja, du nuckst niemanden aus.
Aber solche Leute würde ich ausnocken, ganz ehrlich, weil sowas Respektloses vor allem, die haben sich nicht mit meinem Kanal auseinandergesetzt. Ich habe nur erwähnt, dass ich YouTuber bin. Also heutzutage kommt es mir wirklich so vor. Früher war das so, vor ein paar Jahren, vor 6, 7 Jahren, da hast du gesagt, ja, ich bin YouTuber. Was, du bist YouTuber? Oh mein Gott, zeig mal einen Link und so, ich will dich abonnieren, ich will deine Videos verfolgen und so. Und heute ist es so, ja, was machst du denn? Ich bin YouTuber. Oh Gott, nicht schon wieder einer. Also ganz ehrlich, selbst wenn es Milliarden, selbst wenn auf dieser ganzen Welt jeder Zweite da draußen, ne, Rentner und Kinder mit eingeschlossen, selbst wenn jeder auf dieser ganzen Welt YouTube-Videos macht und es sicherlich 90% dieser ganzen nur schaffen, Minecraft hochzuladen, selbst dann hat man nicht das Recht dazu zu sagen, ja, lösch deinen Kanal, YouTube, keine Ahnung, zu viele Menschen machen YouTube, lösch deinen Kanal. Also ganz ehrlich, so eine Aussage kommt meist von solchen Leuten, die einfach gar keine Ahnung haben. Von YouTube generell. YouTube ist ein nettes Hobby. YouTube ist. Nee, ich will mich da. Nee, das ist. Weiß ich nicht. Jetzt meine Frage an euch, meine Call to Action Frage, damit ihr da auch wieder Bock habt zu kommentieren. Was hattet ihr schon diesbezüglich? Hattet ihr auch schon Gespräche außerhalb von YouTube, also sprich in Bekanntenkreisen, Freundeskreisen, in Gruppen, in diversen, weiß ich nicht was, Familie vielleicht? Habt ihr da irgendwelche Gespräche gehabt mit Leuten, die sich da eher weniger mit YouTube auseinandergesetzt haben und dann irgendwie so ein Geschwafel losgelassen haben, von wegen, ja, YouTube, das ist doch da, wo alle Leute nur Minecraft spielen. Hattet ihr irgendwelche dummen Anmachsprüche von solchen Leuten, die ihr kennt, oder irgendwelche dummen Bemerkungen? Würde mich mal freuen, auf jeden Fall. Da würde ich sagen, ich habe dem ganzen Video hier nichts mehr zuzufügen. Ich musste einfach hier meine Meinung loswerden über diese lustige Gruppe. Ach so, ja, Fakt ist, ich wurde dann schlussendlich rausgekickt, weil ich halt diese Leute als Nuttensöhne beleidigt habe. Das sind alles Nuttensöhne und komischen, was habe ich noch geschrieben? Ja, und die Weiber hier, die hier drinne sind, ne, sind irgendwelche Snapchat-Filter, Sklaven, die eigentlich nur Bilder machen können mit so einem scheiß Snapchat-Filter. Ja, was haltet ihr von diesem ganzen Thema? Habt ihr Ähnliches erlebt? Wenn ja, schreibt es in die Kommentare. Lasst eine positive Bewertung da, insofern ihr dieses Video, ja, gut fandet. Schaut mal in die Videobeschreibung. Folgt mir gerne auf Twitter, Instagram, Vidme, Facebook, alles Mögliche. Könnt ihr mir überall folgen, könnt ihr mich überall anschreiben. Ich bin immer nett und bereit für diverse Gespräche. Aber ich sagen, ich bin hier erstmal raus. Macht's nicht gut, macht's besser. Haut da rein und bis denne. Tschü, euer MT zu dem C. Ja. Bis denne. Servus.